und nicht mehr über mich. Grüß Gott, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen. Wir sind nochmal in Wilhelmskrieg. Es kommt jetzt eine ganz tolle Geschichte. Es ist ein Schäfer da mit seinen Schäferhunden. Und der macht jetzt eine Vorführung, wie man Schäfe hütet. Also das wollen wir uns reinziehen. Da müsste natürlich das tierische Orakel, wird wahrscheinlich noch nicht so gehorchen, wie hier seine Schäferhunde. Aber jetzt schauen wir mal zu, was da passiert. Da will der Hund noch nicht. Wir sind also, um da noch ein bisschen was dazu zu sagen, wir sind jetzt hier in, jetzt kommen die Hund und Schäfe, guck mal. Jetzt kommen sie. Wir sind hier in Wilhelmskirch bei den Highlander Games und die Spiele haben schon begonnen. Die ersten zwei Runden sind schon durch. Fasskugel und Steinwerfer ist erledigt und jetzt kommen die Schäfe der Schafvorführung und dann geht es danach mit den Spielen weiter. Ihr seht, hier ist auch schon eine ganze Menge los. Die Leute sind da. Das ist also unwahrscheinlich, was wir hier vor Publikum haben. Und da vorne gibt es dann noch ein nasses Spiel. Da gibt es dann noch ein Schottenbaden. Das wird sicherlich auch noch spannend werden. Jetzt schauen wir mal, was jetzt passiert. Das ist ja fantastisch. Klasse. Ich bin gleich weg. Funktioniert das Mikro? Jetzt geht's. Also danke erstmal für den herzlichen Applaus dafür, dass wir jetzt hier reingekommen sind. Natürlich schön. Also die Schafe, die ich mitgebracht habe, das sind Jura-Schafe aus der Schweiz. Das sind meiner Meinung nach die produktivsten Schafe. Macht Platz. Der Schäfer erklärt es jetzt selber. Und ich habe aus 3 Mutterschafen 12 Lämmer bekommen in 7 Monaten. Das heißt, die haben im Herbst, na, geh raus. 12 Lämmer bekommen, macht Platz. Also geh raus ist einfach das Kommando, dass mein Hund ein bisschen Abstand von mir hält und die Schafe in Ruhe lässt. Wichtig ist einfach, dass der Zaun vorne hinten zu ist. Weil ihr habt gesehen, die Schafe, die ich habe, die sind sehr anhänglich. Die haben keine Angst vor Menschen. Vorhin waren auch ein paar Kinder da, die Schafe gestreichelt haben. Das finde ich schön. Nein, Swift. Geht raus. Er kann sich fast nicht halten. Also ihr habt es auch gemerkt, man muss mit dem Hund immer laut und deutlich schreien. Mach Platz jetzt! Ihr seht, was mit dem Hund passiert. Der dreht durch. Der will dann Gas geben. Das ist genauso, wie ihr das zu Hause mit euren Hunden an der Leine auch macht. Wenn ich den Hund aufstache durch meine Stimmung, durch meine Kommandos, Hilfe, Hilfe, dann seht ihr, wie auf einmal die Schafe. Genauso renne ich die ganze Zeit mit so einem riesengroßen 25 Kilo Futterbeutel rum und sage dem Hund, du bist ein feiner Hund, du läufst gerade, du bist ein feiner Hund, du machst gerade, was du willst. Das bringt mir nichts. Also ich muss mit dem Hund arbeiten, dass der Hund das tut, was ich von ihm möchte. Swift, macht Platz. Platz. Und zwar, wenn er es nicht macht, na, dann sage ich ihm das, na. Dann leckt er sich die Lippen und sagt, oh shit, das, was ich jetzt gerade gemacht habe, war schlecht. Gegen, nein, gegen, Platz, Swift, Platz. Das heißt, der Hund lernt, dass ein positives Kommando kommt. Das heißt, er darf dann, wenn er mir das Richtige zeigt, darf er das machen. Wenn er was Falsches macht, dann kriegt er das gesagt, indem ich sage, nein, na, na. Dann bietet mir der Hund was anderes an und sagt, oh, dann gehe ich rechts rum und dann arbeite ich damit. Ja, dann sage ich dem Hund, okay, er soll weiter rausgehen. Na, 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 Platz. So arbeitet man mit dem Hund, wenn man mit dem Hund kommuniziert. Also es gibt ein Ja und es gibt ein Nein und nicht nur Ja, 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 Ja für alles, was der Hund richtig macht. Das ist Weil wenn ich einen Lichtschalter habe, dann funktioniert das Licht nämlich auch mit An und Aus. Und genauso funktioniert ein Computerprogramm mit 0 und 1. Also ich kann ein ganzes Programm schreiben mit richtig und falsch. Also ich sage dem Hund richtig, Platz. Das ist richtig, du bist ein feiner Hund, Platz. Kann ich es ihm nochmal sagen. Wenn ihr den Hund beobachtet, dann hat er jetzt schon die Zunge ziemlich weit draußen hängen. Nein, komm hier zu mir, Zwick. Komm hier zu mir. Komm hier. So, na, komm hier. Also ich habe den Hund korrigiert. Na, na, komm hier zu mir. So, ist er. Platz. So. Ich korrigiere den Hund, ich lasse ihn kurz mal auf. Schnaufen, ich kann dann auch einfach erklären, wie die Arbeit überhaupt ist. Nein, Swift, Feierabend, Platz, mach Platz. Platz. Also, der Hund will immer arbeiten und das ist der Grund, warum der Hund überhaupt so viele Sachen von mir lernen kann. Der Hund weiß,
shit, Chef, du passt nicht auf, und da wollte ich die Schafe hinlaufen haben. Das heißt, der Hund kennt das Feld nicht, aber er weiß natürlich, die Schafe, die hauen ab, weil ich so viel rumlaber. Also übernimmt der Hund die Verantwortung und bringt mir die Schafe selbstständig. Ich sage dem Hund ja gar nichts. Ja, das heißt, der Hund ist außen rumgelaufen, war außer Sicht von mir und hat aber mich trotzdem im Auge. Er sieht, okay, der ist zu weit da drüben, dann geht er wieder raus, weil die Schafe stehen alle safe. Jetzt weiß er, dass ich zu doof bin, rückwärts zu laufen, also positioniert der Hund sich hinter mir, dass die Schafe mich nicht überrollen. Der Hund denkt also mit. Das ist das, was mich und meine Arbeit mit den Hunden auszeichnet, dass ich den Hunden zwar irgendwo Kommandos gebe, aber dass der Instinkt immer noch die Kommandos ausgleicht. Das heißt, wenn ich mal so doof bin und ein falsches Kommando sage, also Richtungskommandos verwechsel, zum Beispiel ich sage links, wenn ich eigentlich rechts meine, und der Hund denkt in der Situation mit und ich lasse ihm auch den Freiraum, dann hat der Hund es für mich ausgeglichen oder kann es für mich ausgleichen und kann mir dann dementsprechend die Schafe wieder zutreiben. Das ist das, was der Hund möchte. Er möchte, dass ich die Schafe bei mir vor den Füßen habe, weil der Markus hat es vorhin angekündigt, ich bin Schafscherer, ich habe nichts mit dem Deutschen Schafscherverband zu tun. Mach Platz, ich mache mein eigenes Ding. Ich bin trotzdem international unterwegs auf Schafscherwettbewerben und habe in 5 Ländern den Preis gewonnen für die beste Qualität, auch schon in Deutschland. Weil mir es wichtig ist, die Schafe sauber zu scheren. Ich weiß, Schafscherer, Schafhalter, Tierhalter grundsätzlich haben immer ein schlechtes Image. Selbst ich, Tierschänder, der jetzt die Schafe da durch die Gegend hetzt in der Mittagssonne, den Hund komplett außer Atem laufen lässt. Seht, das ist eine ganz tolle Sache. Ich möchte die Menschen darauf sensibilisieren, dass es auch noch Menschen gibt wie mich, die mit Tieren arbeiten. Man arbeitet mit Tieren ganz, ganz klasse. Und das sind ersichtlich für euch viele Dinge dabei, die wir vielleicht gar nicht verstehen oder auch bei unseren Hundeschulen ganz anders genommen werden. Mach Platz. So, ich verbleibe jetzt mal euer Bauschadensanalyse. Schafscherer.